Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 2. So, wir müssen in den Westen. Das hier ist nicht. Der West, hier hat man gerade nachgeschaut, also ins, Zip, oder war das jetzt hier? Nee. Das müsste ja East Side gewesen sein. Ja, Boxen irgendwann nochmal vielleicht. Pörnchen drehen. Und auch nochmal. Salvatore's Bar. Da sollte jetzt auch nicht mehr allzu viel sein. Irgendwo Pharmacy und da soll geht's dann wahrscheinlich weiter. Na komm, lauf da doch mal rüber. Warte mal, können wir eigentlich mal Bescheid sagen, dass wir die anderen jetzt ausgelöscht haben, soweit? So rein theoretisch, Mädels? Verpisst euch! Okay. Warum ihr auch. Warum seid ihr. Danke, dann. Zerlegen wir euch halt. Ich wollte einfach nur kurz was holen. Ja, ich glaube, das mit dem gezielten Einzelschuss ist doch relativ sinnvoll. Ich glaube, ich kaufe tatsächlich noch einen Aktionspunkt, dass ich zwei gezielte Schüsse hier abgeben kann. Aber wenn ihr Laserwaffen habt, vielleicht habt ihr dann ja auch Munition dafür. Das wäre halt cool. Stimmt, ich habe ihre Waffen noch nicht wiedergegeben. Ach, ist seine Munition verloren. Ja, ich lade das gerade nochmal neu. Verzeihung. So. Cassidy, du kriegst jetzt deine Dings hier wieder. Darfst direkt auch wieder ausrüsten, mein Lieber. So, und Vic. Alter Freund und Kuhversteher, du kriegst dein Scharfschützengewehr wieder. Komm, die behalte ich mal. Fürs Erste. Beste Waffe, danke. So, jetzt aber. Machen wir die von Salvatore noch platt. Ich hoffe mal, das bringt was. Und dann können wir hier Bescheid sagen. Und der war da unten. Dass wir alle anderen, also die beiden anderen Gangsterbosse erledigt haben. So, speichern wir aber vorher nochmal. Verzieht euch. Verzieht euch. Go. So, dann kriegst du erstmal gezielt was ab. Voll in die Augen. Nochmal normalen Einzelschuss bitte. Der diesmal nicht trifft.
Warum zerlegt ihr jetzt eure Kundschaft? Wenn ihr meint. Natürlich bring ich dann nochmal um. Ja, ja. Bring dich so lange um, bis du tot bist. Ich glaube, wenn wir ihn ausschalten, haben wir absolut keine Probleme mehr, weil die anderen nichts mehr treffen. So, sehr schön. Und dann würde ich vielleicht da nochmal drauf schießen. Keine Ahnung, was du so drauf hast. Sulik, ich glaube, ich lasse dich... Wie gesagt, ich werde die Begleiter austauschen und ich glaube, Sulik wird dann erstmal... Der baut die letzte Zeit einfach nur Scheiße. Der bleibt dann erstmal zu Hause. Hauptsache, ihr habt Spaß. Sehr schön. Nummer 2. Hast du den auch zerlegt? Jep. Gibt es keine Getränke mehr. Ich meine, ich kann ja ein bisschen was... Ah, jetzt trefft er auch mal. Okay. Allerdings ohne Schaden. Vic, ich glaube, dieser Anzug steht dir auch ganz gut. Ich glaube, du bist da auch ganz zufrieden mit. Oh, schade. Das waren 88%. Sulik wurde auch mitgetroffen. Ja, okay. Der lebt. Es hat sich aber, glaube ich, echt ausgezahlt, dass wir jetzt noch wieder ein bisschen was investiert haben hier. Haben wir dich zerlegt? Ja. Dann kriegst du noch einen Einzelschuss ab. Ja, wirklich viel Schaden machen die nicht. Das ist angenehm. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Ich glaube, ich helfe dann vielleicht doch besser mal dem alten Vic. Yay, ganze 4 Trefferpunkte. Aber es wird. Und ich glaube, theoretisch können wir, wenn wir die jetzt schon relativ locker wegballern, können wir, glaube ich, auch mal noch die Sklavenhalter in Den zerlegen. Wäre so meine Idee. Haben wir dich? Sehr schön. Lad nochmal nach. Ich will jetzt die Prostituierten jetzt nicht noch alle umlegen. Na gut, dann beenden wir mal den Zug. Vielleicht renne ich da auch mal gerade rein. Oder halt eine Etage höher. Außer meine Begleiter laufen jetzt wieder amok. Das kann natürlich auch sein. Ne? Noch nicht, okay. Und plündern wir nachher. Oder ist der Türsteher noch als feindlich tituiert? Zuhälter, ne? So, guten Tag, die Herren. Bitteschön. Nimm das. Gut. Ihr habt da jetzt aber auch nicht mehr allzu viel zu melden. Du schießt dir irgendwie selber. Okay. Wenn du meinst, Bertha.
Tot? Jo. Gut, geht's ans Plündern. Rüstung noch eine verspiegelte Sonne. Cool. Und Munition, ihr habt Munition. Vielen, vielen Dank dafür. Die Stimpaks hätte ich gerne noch. Ritsche als bis auf die Rüstung, ne? Metallrüstung Mark 2. Du hast, glaube ich, auch schon eine Metallrüstung. Oder hast du eine Lederrüstung Mark 2? Warte mal. Du hast auch schon eine Metallrüstung Mark 2. Okay. Habe ich eigentlich gerade Schrotflintmunition für dich? Tatsächlich, sehr gut. Dann kriegt Vic noch die andere Muni. Bitteschön. Dann hast du auch mal wieder was. Teilrüstung. Ich glaube, das hat sich echt gelohnt, die hier mal zu zerlegen. Ich glaube, das hat sich wirklich gelohnt. Okay. Dann müsst ihr mir wieder Zeug abholen, meine Lieben. Also abnehmen. Lass du wollen. Du hast aber schon relativ viel, sehe ich gerade. Naja, mal gucken, was du noch tragen kannst. Nimm mal das da gerade. Komm, ein bisschen Sprengstoff schadet ja nicht. Dann kannst du eigentlich auch wieder den Ripper nehmen und ein bisschen Munition dafür. Ich gebe dir mal zwei. Kriegst du, ne? So. Dann, Kampfkontrolle, nimm bitte deine beste Waffe. Okay. Das war so nicht gedacht, dann kriegst du die jetzt eben doch nicht. Jawohl, es klingt gut. Dann nehme ich die gerade noch mal weg. Jetzt nimmst du das Messer und dann kannst du die nochmal tragen. Ja, wie gesagt, ist alles sehr, sehr umständlich, leider. So, gut, genau. Obwohl ich jetzt halt nicht so ein großer Fan jetzt davon bin, dass wir uns quasi mit Sulik jetzt halt die Munition teilen müssen. Es wäre eigentlich besser, wenn jeder seine eigene Munition hat und eine entsprechende Waffe. Aber gut. Ja, passt. Wie ich die ganze Rüstung überhaupt mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich glaube, den Alkohol brauchen wir auch nicht mehr großartig. Ah, der Gifttank. Das ist heute der Rest von Geld. Stimmt, wir haben dich ja noch gar nicht geplündert. Nach dem Tod. Da freut sich auf jeden Fall schon mal Vic wieder wegen, ja, Zweitmuni eigentlich. Ich muss das ganze Zeug mal verkaufen.
Aber gut, dann hat der quasi hier unser Kollege, also weiß gar nicht mehr, wie der hieß, gar keine Konkurrenz mehr. Gut, wieder nach unten. Dann räumen wir euch nochmal aus. Du hast leider keine Muni dabei. Ich glaube, die Pistolen sind halt auch nicht so günstig. Auch keine Muni. Mist. Schade, ich habe mir jetzt echt ein, ehrlich gesagt, so ein bisschen Munitionsparadies hier erhofft. Was dann leider nicht so der Fall war. Cassidy, du kannst mir eine ganze Menge Laserwaffen nehmen. Die Messer auch. Da haben wir noch eine Shotgun. Die kannst du noch nehmen. Ach, ich glaube, der Tank hier wiegt zu viel. Der kommt da mal ins Auto. Ah ja, den Alkohol natürlich. Klappt das? Sehr schön. Gut, dich hatten wir geplündert. Ich glaube, bei dir ist jetzt ja noch was übrig geblieben, genau. Und hier hinten müsste ja noch der Barmann sein. Jo. Du hast halt... ja, Barmann-Zeug. Genau. Gib du mir dein Zeug noch, danke. Wie das wieder auffällt hier. Naja, aber zumindest war es doch sehr erfolgreich, muss ich ja sagen. Ja, ich glaube, bis was an XP gibt es. Wie viel haben wir denn noch? 4000? 3000? Ich glaube, das reicht dann auch noch nicht, um das auf Dings zu kriegen, auf 200, aber gut. Genau hier drin muss der sein, der Typ. Die hatten wir, glaube ich, noch gar nicht das Vergnügen. Der alte Mann schiebt die zerbrochene Brille auf die Nase und seufzt entnervt. Ja, was willst du? Komm schon, Mann, raus damit. Wer bist du denn? Ich? Ich bin der fröhliche Sankt Lucifer und du musst dieser dumme Auftragsschläger sein, der die Stadt streunte wie ein krepierter Hund, den nach seinen eigenen Extrementen gelüstet. Da bin ich aber froh, dass ich mich nicht selbst vorstellen muss. Was machst du hier, Lucifer? Funkelt die Anschaut an. Es ist Renesco. Sag mir einfach, was du willst, du... naja, was auch immer du bist. Blick dich jetzt argwöhnisch an. Du siehst aus wie einer dieser sonnenanbetenden Menschenaffen unter diesem ganzen Aufzug. Ja, ich komme aus einem Dorf im Nordwesten, aus Arroyo. Ich glaube, Arroyo wird dir gefallen. Also, es ist ein friedliches Dorf, abgesehen von den Pflanzen, die von den bösen Geistern besessen sind. Und natürlich dem Tempel der Erprobung mit den tödlichen Speerfallen und den menschenfressenden Riesenameisen. Manchmal gerät die Ältere wegen Kleinigkeiten außer sich, wie so, wie hihi, so mitten in der Nacht, als ich mein Zölibatsgelübde ignoriert habe und mit Rainer deren Beine mit Kraft von 1000 Schlangen drücke. Es ist, als wäre es gestern gewesen. Renjas Körper glänzte wie Silber im Mondesschein, als sie sich niederkniete und: Hey, weißt du was? Du könntest die Ältere mögen. Sie ist etwa in deinem Alter. Wurde immer noch an, als glaube er könnte dich verschwinden lassen, wenn er sich intensiv genug vorstellt. Achso, habe ich übrigens schon erwähnt, dass Arroyo von meinem Vorfahren, dem heiligen Bunkerbewohner, gegründet wurde. Er unternahm eine legendäre Reise von Süden aus, nachdem er ein großes Unheil abgewendet hatte. Du bläst die Brust auf und blickst stolz auf die Ferne. Ja, und jetzt bin ich der Erlöser meines Stammes auserwählt, um nach dem heiligen GEK zu suchen, was ich schon längst gefunden habe und mein kompletter Stamm ausgelöscht oder entführt wurde. GEK
Wie ein Garten-Eden-Erstellungskit? Wird mit einer Basis-Reparationseinheit, Holodisk-Laser, Ausfallelementen aus dem Kongressbibliothek und einer kleinen Stablampe geliefert? Ja, das ist alles aber nicht so wichtig. Ich habe dir noch nicht alles über Arroyo erzählt. Dein zurückgebliebenes, kräuterqualmendes Dorf soll verdammt sein und du auch. Warum sucht denn die Andertaler wie du nach einem GEK? Ja, also Arroyo, mein zurückgebliebenes, kräuterqualmendes Dorf, wie du es nennst, hat Schwierigkeiten mit der Ernte. Sie brauchen das GEK, um das Dorf zu erhalten. Es könnte sicherlich leicht, wenn du eins finden kannst. Ich weiß nicht mal, ob du, wo du anfangen könntest zu suchen. Also in der NKR oder Bunkerstadt, aber vielleicht, bezweifle sie eins haben, aber was? Aber diese selbstgerechten Rindviecher können dir vielleicht die Richtung weisen, wenn sie langsam sprechen und kurze Wörter verwenden. Warum sollte das GEK nicht im Heiligen Bunker 13 sein? Also in den Schriften heißt es, dass das GEK im Heiligen Bunker 13 versiegelt ist. Renesco schaut dich wütend an. Das sieht aus, als würde ich... Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Habe ich dir übrigens schon von meinem Dorf Arroyo erzählt? Ich suche ein paar Minenteile für Broken Hills. Die Augen verengen sich also. Naja, ich brauche die Teile, um den Luftfilter in der Mine zu reparieren. Zaius hat mich geschickt. Er sagt, der Kanarienvogel hat den Löffel abgegeben. Und? Und? Und der zweite Teil war... zweiter Teil, der hat nichts von einem zweiten Teil gesagt. Boah, dieser kleine Bass. Ja, ich wollte dich nur auf die Probe stellen. Es gibt keinen zweiten Teil. Nun, wenn dich Zaius geschickt hast, kann ich vielleicht ein paar Teile entbehren. Lass sie nicht fallen. Danke, ich hätte aber noch ein paar Fragen. Was verkaufst du? Ich verkaufe ein Aufputschmittel. Diesmal haben sie mir diesen idiotischen Namen Rocketman gegeben. Pfeh. Ich verkaufe auch Karawanenzubehör. Brauchst du etwas oder kann ich mich zu was Wichtigerem übergehen? Rocketman? Kennst du die Zeile im Lied von Elton John? Rocketman. Burning of the at home. Was sagt er da eigentlich wirklich? Ich glaube, er kennt das Lied nicht. Schade. Ist aber ein schönes Lied. Gut, wir haben jetzt die Teile. Dann fahren wir mal zurück nach Broken Hills. Ah ne, Quatsch, nee, wir gehen erst Bescheid sagen. Wo ich das wieder verpeile. Die Salvatoris-Bar ist so leer. Und das hier auch. Komisch. Können wir vielleicht jetzt Pornos drehen? Die Rüstung lasse ich, glaube ich, jetzt echt mal liegen. So, ihr Mafiosi. Vielleicht trotten wir euch auch noch irgendwann aus, aber... So fürs Erste... da ist er. Dip, 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 dip. Der wertvollste meiner Männer. Nettes Stück hast du da. Ja, das sagen die Frauen auch immer. Okay, das bringt halt quasi gar nichts, dir Bescheid zu sagen. Tolle Wurst. Wo ging's nochmal runter? Ach, hier. Gut. Auto? Ah, da steht noch im Dings. Im Laden, glaube ich. Ja, ich glaube, ich muss auch aktiv ans Auto dran, dass ich mit dem Auto dann weiterreise. Oder hat mich es hier irgendwo geparkt? Nö, gehen wir in den Laden. Ich könnte auch vor 2 Wochen warten und mir nochmal Teile mitholen. Achso, wie ist denn eigentlich hier mein Karma im Moment? 882. Cool. Gucken wir noch über 1000 kommen. Verehrt, denn sind wir halt nur akzeptiert. Verehrt, verehrt. Broken Hills auch nur akzeptiert.
ins Jahr gemocht. Und bei den Raiders fast. Och Mann. Da kannst du auch einfach nicht allen recht machen. Da ist das Auto. Hi Auto, na? Ich glaube, ich kann auch wieder eine ganze Menge Zeug abladen. Gerade von der Munition. Da sind die Teile, genau, die brauche ich. Das kommt weg, das kommt weg. Das Bier kriegt Cassidy nachher. Die Drogen können da auch mal rein. Shotgun kann weg, das kriegt auch Cassidy. Das behalte ich mal im Inventar. Das kann weg. Jetzt, wo ich den elektronischen nicht richtig habe, kann ich ja eigentlich... Obwohl, nee, ich glaube, ich brauche beide Teile noch. Behalte mal die Sonnenbrille. Geschichtshologramm. Gut, brumm, brumm. Dann, wie machen wir das denn? Ist es einiges mit hin und her fahren? Wir holen uns erstmal noch Myron mit als Begleiter. Und dann sammeln wir euch auf dem Weg wieder auf. Ja, ich glaube, das ist gut. Wen lassen wir dafür hier? Ich glaube, Vic lassen wir mal kurz hier. Warte mal bitte hier, bis ich zurück bin. Ach nee, Quatsch, ich falsche Location. Es war ja nördlich und nicht südlich. Dann hole ich mir zumindest mal noch die Begleiter, bevor die mir dann drauf gehen. Gehen wir. Willst du auch mal fahren, Sulik? Oder warum stehst du jetzt hier an der Fahrertür und lässt mich nicht rein? Genau, wir müssen ja zum Stall. So, jetzt aber. Vic, kurz warten. Ich mache das gerade zwischen den Folgen, glaube ich. Beziehungsweise, nee, wir können es eigentlich in die Folge mit rein. Ist halt jetzt ein bisschen hin und her gefahren. So, klopf, klopf. Hey, was ist los? Jo, ich muss mal kurz hier rein. Kannst du mal aufmachen, bitte? Brauchst du Hilfe, amigo? Das hier ist Sperrbezirk. Was ist denn hinter dieser Tür? Tut mir leid, gehe ich nicht an. Ich habe strikte Anweisung. Lass mich vorbei. Nix da. Ich bleib jetzt hier, bis du mich reinlässt. Und ich würde echt gern sehen, wie du mich hier wegkriegen willst. Das kann ein Spaß werden. Ich auch. Tja.
Zack. Einmal. Zweimal. Au. Ich glaube, ich sollte den umlegen. Erstmal. Diese automatischen Waffen auf... gelangweilt wirkende Wache. Auf kurze Distanz sind nicht sehr angenehm. Zick. Das war's dann aber, oder? Nee, er lebt noch. Tot. Was habt ihr eigentlich an Zeug dabei? Eine Menge. Auch immer so schwer sind. Kommt die jetzt oben Stress machen? Grease Gun. Echt nicht schlecht aus, das Ding. Möchte ich gerne mal haben. Hey, ich rette dich. Wer bist du und wie zum Teufel bist du hier reingekommen? Wo sind diese dämlichen Wachen? Myron, Baby Myron. Deine Wachen sind zu sehr damit beschäftigt, tot zu sein, um die Tür zu bewachen. Verdammt nochmal, ich hab Jesus doch gesagt, dass diese Schwachköpfe nichts taugen. Du hast sie also kalt gemacht? Legst du mich jetzt auch noch um? Nur wenn du irgendwas Dummes tust, wer bist du? Wer zum Teufel bist du? Ich bin Peacemaker. Tatsächlich. Was willst du hier? Dachtest du könntest ein bisschen Jet bei Myron abstauben, was? Drogen, zum Beispiel? Bist du blöd, Mann? Jet, du verdammter Trottel, Jet! Du sprichst mit seinem Erfinder, seinem Schöpfer, seinem Gott. Blödsinn, du hast doch Jet nicht erfunden. Und ob ich Jet erfunden hab? Glaubst du etwa, dieses Labor ist nur zur Zierde? Also gut, vielleicht ist er wirklich Chat hergestellt. Und ob, Mann. Ich mach das Zeug, das jeder haben will und von dem keiner genug kriegt. Warum hast du Chat gemacht? Warum? Weil ich es konnte. Die Mordino-Familie wollte ein Produkt. Myron macht ein Produkt. Mordino macht Myron glücklich. Zumindest so glücklich, wie sie können. Nette kleine Dreiecksbeziehung, oder? Bist du denn hier eigentlich glücklich? Eigentlich schon. Sie geben mir Nutten, Geld und Jet. Mein eigenes Labor, den kreativen Freiraum, den ich zum Zaubern brauche. Aber naja. Nee, ist schon ein guter Deal. Naja, was? Behandeln sie dich gut? Naja, Mann, die Mordinos zeigen Myron eben nicht genug R-E-S-P-E-K-T. Ich sag denen immer wieder, was sie zu tun haben. Und die sagen nur, halt die Klappe, Myron, oder verzieh dich in dein Labor, Myron, Arschlöch. Ich frag mich, warum. Vielleicht kann ich dir helfen. Du willst dieser Stadt in den Rücken kehren? Dann komm mit mir. Dann werden die Mordinos ganz schnell merken, was sie an dir haben. Die haben vergessen, dass sie die Kontrolle über Reno nur mir verdanken und dass Redding ihnen dank mir bald in den Arsch kriechen wird. Die meisten Mordinos können besser scheißen als denken, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ich hab gesagt, vielleicht kann ich dir helfen. Und noch was, die Mordinos kriegen es einfach nicht in ihre Dickschädel, dass ich keine reine Version von Jet herstellen will. Es erfüllt seinen Zweck. Ich will neues Zeug erfinden und nicht an altem herumbasteln, verstehst du? Ja, du hast vollkommen recht. Du bist echt zu wertvoll, um hier zu bleiben, Myron. Du sollst weggehen. Wenn ihr Wunderknabe abhaut, da würden sie ganz schnell aufwachen, ja. Yeah. Klaro, denen würde ich zeigen, was sie da verlieren. Also, wohin gehen wir? Komm einfach nur mit. Wieso eigentlich nicht? Lass uns die Fliege machen. Bis nach Rio sind es 106 Meilen. Wir haben eine ganze Fusionszelle, ein halbes Paket Redaway. Es ist Mitternacht und ich trage
51 Jahre alten Bunker 13 Overall. Auf geht's. Nette Anspielung auf Blues Brothers. Und es gibt noch Erfahrungspunkte. Was aber auch daran liegen kann, dass ich einfach die Typen hier umgelegt habe. Gut, oh, ich sehe schon, wir haben ein wenig überzogen. Wie überzogen von mir. Dann, hier ist noch Kram. Würde ich aber mal die Folge beenden. Mal gucken, ob es da oben Stress gibt. Und dann holen wir uns noch einen weiteren Begleiter in Gecko ab. Tatsächlich noch ein Stimpack, cool. Mal schauen, was das dann wird. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.